من المعاصي فإنني لشك عبد عاصي أستغفر الله من الملاهي ولعب وكل شيء لاهي ومن جميع الكذب في الكلام وجملة الأوزار والأثام وتائب لله بالجلال مما به دنت من الضلال وكل ما خلفت فيه الحق ولم أكن بارك الله فيكم. heute ist der Unterricht eigentlich eher mit Frauen verbunden als mit Männern, weil wir reden heute über eine Eigenschaft, was falsch ist, was in unserer Religion verboten ist, und zwar At-Tabarruj. At-Tabarruj, barakallahu fikum, das heißt, dass die Frau ihre Schönheit zeigt vor den Männern und dass sie sich nicht bedeckt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran verboten, indem er gesagt hat, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Das heißt, ihr sollt, die Frauen sollen ihre Schönheit und ihr Schmuck nicht zeigen, wie die Frauen, die das vor der islamischen Zeit das gemacht haben, das bedeutet in Jahiliyyah-Zeit. At-Tabarruj, dass die Frau ihre natürlich Reize zeigt und dass sie sich nicht bedeckt. Wir reden über Muslime übrigens, aufpassen. Im Islam ist die Frau verpflichtet, sich zu bedecken. Auch übrigens im Christentum und im Judentum. Und wenn man sagt nein, dann gibt es Belege bei den Christen und bei den Juden, dass die Frauen sich bedecken. Und vor ungefähr 100 Jahren, man hat das gesehen, dass die Frauen immer in der Kirche sich bedeckt haben. Und in den muslimischen Ländern, auch die Christen und die Juden, die bedecken sich. Und übrigens, es gibt auch heutzutage Bilder, es gibt Männer, die ihre Gesichter bedecken von einer Gruppe von orthodoxen Juden. Nicht nur Frauen, die bedecken ihre Gesichter, sondern die Männer noch dazu. Und Barakallahu fikum, im Neuen Testament, jeder Mann hat Haupt. Die Frau hat Haupt und der Mann hat Haupt. Die Frau soll ihren Haupt bedecken, aber der Mann nicht. So steht das im Brief von Paulus an Korinther oder Korinthos, der erste Brief, Vers 11. Und im Alten Testament steht klar, und übrigens bei Katholiken, die immer Maria zeigen, die zeigen Maria immer mit Bedeckung. Habt ihr irgendein Bild von Maria gesehen, dass sie keine Bedeckung hat? Und habt ihr irgendein Bild von Jesus ohne Bart gesehen? Deshalb, subhanallah, möge Allah uns bewahren. Wir Muslime, wir wollen treu sein. Und wir wollen das tun und praktizieren, was Allah uns befohlen hat. Und die Frau, die muslimische Frau, wenn sie sich bedeckt, dann macht sie das für Allah. Die macht das nicht für Leute. Weil am Ende, die Leute, die können nicht ins Paradies oder in die Hölle bringen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala bringt ins Paradies oder schickt in die Hölle. Und wenn man Allah liebt, dann tut man das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch liebt und was Allah subhanahu wa ta'ala verlangt. Die Frauen am Anfang des Islam waren nicht verpflichtet, sich zu bedecken. Aber als Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, dass die Frauen sich bedecken müssen, was haben die Frauen gemacht? Sie haben ihre Gewänder geschnitten, zerschnitten, und ein Teil haben sie als Bedeckung genommen und ein Teil als Bedeckung für ihren Körper. Und Bedeckung der muslimischen Frau, Hijab, heißt nicht, wie manche denken, dass die Frau nur ihren Kopf bedeckt. Nein, die Frau sollte ihren Körper bedecken, außer Gesicht und Hände. Auch die Füße muss sie bedecken. Es gibt keinen Beweis und keinen Beleg, dass die Frau auch ihre Füße zeigen darf. Wenn sie natürlich draußen ist oder vor Männern ist oder vor nicht-muslimischen Frauen, muss sich bedecken. Und das ist Gebot Allahs, nicht unser Gebot.
das ist nicht von mir, sondern Allah hat das befohlen. Und wenn ich die Frage stelle, liebst du Allah, dann wird man sagen, ja. Wo ist dein Beweis, wenn du Allah liebst? Du musst doch das tun, was Allah liebt. Und das verlassen, was Allah nicht liebt. Zweitens, fürchtest du Allah? Fürchtest du seine Strafe? Wenn man sagt, ja, dann sagen wir, okay, wenn du Allah fürchtest und seine Strafe fürchtest, dann sollst du das tun, was er gesagt hat und verlassen, was er verboten hat. Nicht, dass du das diese Strafe bekommst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davor gewarnt. Alhamdulillah, unsere Religion ist einfach. Aber das ist der Iman. Schaut mal, die Frauen, die haben nicht gesagt, ich brauche noch Zeit und ich brauche das und das zu machen. Nein, sofort haben sie das angefangen. Das gilt natürlich, jetzt wenn eine Frau den Islam annimmt, neu. Ja, wir kommen nicht sofort am nächsten Tag und sagen, hier Hijab, hier musst du dich bedecken. Nein, das ist falsch. Sondern sie muss erstmal ihren Iman stärken. Sie muss den Iman, den Glauben stärken. Sie muss diese Überzeugung bei sich verstärken. Und dann, wenn sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, dann wird sie schaffen. Weil sie sich schämen wird, vor Allah subhanahu wa ta'ala so zu sein. Oder so, sich so zu zeigen, dass sie ihre Schönheit und ihren Schmuck zeigt, während Allah subhanahu wa ta'ala sie befohlen hat, sich zu bedecken. Ich habe eine schöne Geschichte hier. Und so, barakallahu fikum, ein Mann hat eine Frau geheiratet und diese Frau hat sich nicht bedeckt. Und dieser Mann wollte, dass seine Frau sich bedeckt. Es gibt manche Männer, ja, du musst dich bedecken und du bist schlechte Frau. Das ist falsch, mit Zwang geht nicht. Und mit Gewalt geht nicht. Sondern die Frau sollte davon überzeugt sein. Ich erinnere mich als Kind, barakallahu fikum, als wir in die Schule gegangen waren, natürlich war bei uns in der Schule Hijab verboten. Die Frau dürfte sich nicht bedecken. Deshalb die Mädchen, die haben immer bis zur Schule Hijab getragen und der Schule ausgezogen. Aber manche von diesen Mädchen, die wollten sich nicht bedecken, auch auf der Straße nicht. Aber die Eltern vielleicht haben gezwungen. Dann 50 Meter von, wenn sie entfernt sind von zu Hause, die haben sofort Hijab weggenommen und in der Tasche gesteckt. Weil das nicht aus Überzeugung war. Aber wir wollen, dass die Leute überzeugt sind von dem, was sie tun. Das bedeutet, wenn eine muslimische Frau gefragt wird, wenn ein Muslime gefragt wird, warum trägst du Hijab? Warum bedeckst du dich? Dann sagt sie nicht, weil die Leute schlecht von mir reden. Oder weil ich einen Mann habe, der mir das sagt. Oder weil mein Vater mit mir unzufrieden ist. Nein, nein. Sie sagt, weil Allah das befohlen hat. Und ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Antwort. Ob die Leute das verstehen oder nicht verstehen, das ist ihre Sache. Hauptsächlich, dass die Person selber versteht, weil wir am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und Allah wird uns nicht fragen, was die Leute gesagt haben, sondern was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gehandelt haben, wie wir das in diesem Leben gemacht haben. Deshalb, barakallahu fikum, als Allah das herabgesandt hat, dass die Frauen sich bedecken, gab es kein Wenn und Aber. Sie haben sich sofort bedeckt. Am frühen Morgen sagte der Prophet, die sind wie schwarze Raben. Was ist umstritten bei den Gelehrten? Gesicht und Hände. Bei manchen Gelehrten Pflicht, bei anderen Gelehrten Sunna, empfohlen. Das heißt, wenn die Frau das macht, bekommt sie mehr Lohn. Wenn sie das nicht tut, dann hat sie keine Sünde. Ich persönlich vertrete die zweite Ansicht. Gesichtbedeckung, Burqa, Niqab und Hände bedecken, das ist etwas, was die Frau für sich selber entscheidet. Sie kann sagen, ich möchte das, dann macht sie das. Und sie kann sagen, ich möchte das nicht, dann braucht sie das nicht zu machen. Es gibt dafür genug Beweise, von Koran und Sunna, die das belegen. Aber wenn eine Frau sich bedecken will, ihr Gesicht, dann bitteschön, das ist ihre Sache. Und sie muss entscheiden, nicht ihr Mann, nicht ihr Vater und nicht die Leute. Sie. Und das ist ihre eigene religiöse Praktizierung. Deshalb, barakallahu fikum, warum aber gibt es viele Frauen, die Muslime sind, die sich nicht bedecken? Das ist die Frage, die wir behandeln.
Entweder gibt es Muslime, Muslimfrauen, die neu sind im Islam. Die wissen das nicht. Die haben kein Wissen. Keiner hat ihnen gesagt, wie wichtig ist, dass sie sich bedecken. Deshalb haben sie schwachen Iman. Und weil sie schwaches Wissen haben und schwachen Iman haben und sie haben nicht so viel Überzeugung, deshalb denken sie, dass die Sache nicht so wichtig ist. Das heißt, Nummer eins ist diese Schwäche in ihm. Nummer zwei, die Schwäche der Erziehung. Überleg dir, wenn eine Frau niemals nach islamischen Regeln erzogen wurde, wie wird diese Frau dann an die Entscheidung kommen, dass sie sagt, oder wie wird sie entscheiden, wie wird sie sich entscheiden oder beschließen, entschlossen sein, dass sie sich bedeckt? Dann, barakallahu fikum, ist es normal, die Frau, die will sich zeigen, vor anderen Frauen und vor Männern, dass sie schön aussieht, hübsch aussieht. Hier ist Kompliment. In unseren Ländern ist Kompliment, barakallahu fikum, sagakumullahu khair, wenn man einem Mann sagt, ja, deine Frau ist schön und hübsch. Ja, bei uns, dann passiert ein Krieg. Ja. Ja. Wenn man, barakallahu fikum, keine Eifersucht hat, Allah alam, was ist das? Möge Allah uns bewahren. Natürlich, die Frau will sich zeigen und die will schön aussehen, hübsch aussehen mit ihrer Bekleidung, Klamotten. Und sie denkt, die Arme, dass sie dadurch etwas Besonderes wird. Und sie vergisst etwas. Anerkennung von den Leuten zu bekommen, bringt nicht ins Paradies. Aber dass Allah mit dir zufrieden ist, das bringt dich zum Paradies. Deshalb wähle. Willst du das Leben, das diesseitige Leben, was kurz ist, oder willst du das jenseitige Leben, was ewig ist? Barakallahu fikum, auch, dass die Frau im Herzen nicht so stark ist und dass sie bei bestimmten Frauen, die bedeckt sind, Fehler sieht. Und die denkt, wenn ich auch mich bedecke, dann werde ich so. Und das ist ein großer Fehler, was viele Leute tun. Schau mal diese Leute, die beten, und schau mal diese Frauen, die bedecken, die haben keinen Charakter, die sich bedecken, sie haben keinen Charakter und sie haben kein Benehmen. Schau mal, wie sie, ich möchte nicht so werden. Das ist von Shaitan. Du möchtest nicht so werden, dann mach das Richtige und zeig das Vorbild von dem Richtigen, nicht von der Schlechten. Barakallahu fikum, auch dazu gehört die Umgebung. Die Umgebung. Überleg dir, eine Frau zum Beispiel ist in einer Umgebung, alle um diese Frau sind keine Muslime und alle akzeptieren nicht den Islam und alle greifen den Islam an, die Presse greift den Islam an, die Leute greifen den Islam an. Da bekommt man Angst, sich zu bedecken. Da bekommt man sozusagen das Gefühl, wenn ich mich bedecke, da denkt man, ja, die ist Terroristin geworden oder sowieso Schläferin. Möge Allah uns bewahren. Ich habe gehört, dass bei euch irgendeine Frau eine Boutique-Frau geschlagen hat, weil sie so ein Muster von Dissos gehabt hat und so weiter. Ich meine, wer sagt, dass diese Frau Muslime war, die bedeckt war? Aber subhanallah, solche Nachrichten, solche Informationen lassen die Leute sagen, nein. Dann, barakallahu fikum, das Fehlen von Nasiha, von Empfehlung geben. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Keiner sagt zum Beispiel dieser Frau, schau mal, das ist falsch im Islam. Übrigens, wenn du das heute in Deutschland machst, pass auf, sie rufen dazu auf, dass die muslimische Frau ihren Hijab, ihre Bedeckung verlässt und unterlässt. Das sagen sie legitim. Wenn die Muslime aber den Frauen sagen, ihr sollt euch bedecken, weil Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hat, das ist persönlich und da steckt man sich in persönlichen Sachen der Leute. Subhanallah. Verlassen ist nicht persönlich. Aber bedecken ist persönlich. Dass man den Frauen verbietet, sich zu bedecken, Meinungsfreiheit, Grundordnung, freiheitlich, demokratische
Grundkatastrophe. Dass die Frauen aber sich bedecken, Fanatismus, Extremismus, Salafismus, Islamismus, Männergesellschaft, Symbol der Unterdrückung. Oh, jemand hat geträumt, aber schlecht geträumt. Möge Allah uns bewahren. Barakallahu fikum, subhanallah. Warum zeigt eine Frau die Hälfte ihres Körpers? Warum geht sie auf die Straße halb nackt und halb angezogen? Warum? Das soll man diese Frage beantworten. Warum wollen die viele Frauen Models werden? Warum? Sag mir, ich habe meine Freiheit. Okay, deine Freiheit, aber warum willst du Model werden? Damit du Geld bekommst. Warum willst du die Hälfte des Körpers zeigen? Damit die Leute, wenn sie dich anschauen, sagen, oh, schön, hübsche Frau. Ja, das ist die Sache. Du machst das für die anderen. Und deine Gesellschaft zwingt dich. Wallah, die Gesellschaft hier ist eine Zwanggesellschaft. Die zwingen, die Frau so zu werden oder den Mann so zu werden. Entweder der Mann trägt ein Bier und die Frau, die ist halbnackt auf der Straße. Und sagt man, nein, wir haben Freiheit. Wo ist die Freiheit? Wenn die Frau sich dafür entschieden hat, dass sie sich bedeckt, darf sie oder nicht? Nein, die ist extrem geworden. Aber wenn die Frau ihren Hijab wegnimmt, das ist Freiheit. Die ist jetzt aufgeklärt und integriert. Integriert ist sie. Ihr seid alle nicht integriert mit den Bärten. Aber wenn du Kommunist bist und 2,5 Meter langes Bart trägst, dank dem Bart, dann bist du integriert. Ja, so ist die Sache. So ist die Wahrheit. Ich mache das ein bisschen ironisch. Aber damit man versteht, wie die Lage geworden ist. Das ist, barakallahu fikum, Gehirnwäsche für die Leute. Man zeigt den Leuten, als ob man diese Politiker und diese sage ich jetzt Medienvertreter und diese Gegner des Islam wie Verfassungsputz und Schutz und Schmutz und alles, die zeugen sich so, die sind die liebvoll, die wollen Frieden. Oh, Frieden. Warum habt ihr Irfan nach Afghanistan geschickt und ihr habt ihm Geld gegeben, damit ihr dort Al-Qaida gibt, damit er ihr Vertrauen bekommt? Wer Terrororganisationen mit Geld unterstützt, gehört vor dem Gericht. Ja, aber nein, für sie ja. Aber wenn ein Muslim das macht, ja, Latif, möge Allah uns bewahren. Und wir sind gegen alle Terrororganisationen, auch gegen AfD und CDU. Terrororganisationen? Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Hijab ist eine Ehre und eine Würde für eine muslimische Frau. Wallahi, das ist ein Stolz. Sie sagt der ganzen Welt, ich bin Muslime, ich mache das für Allah, ich liebe Allah, ich liebe den Propheten und ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Nicht, weil jemand mir sagt, du musst. Aber wenn man zwingt, dass die Frau Hijab ablegt, dann ist das keine Freiheit mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Die meisten Probleme mit Frauen und Männern passieren, das bedeutet auch Sexualangriffe, wegen solchen Themen. Weil die Frau ihre Schönheit zeigt und weil man vielleicht, wir haben über Drogen voriges Mal gesprochen und über Alkohol und so weiter und so fort. Deshalb, barakallahu fikum, at-tabarruj, dass die Frau ihre Schönheit und Schmuck und so weiter zeigt, das ist eine Eigenschaft von einer Jahiliyyah Gesellschaft und nicht von einer islamischen Gesellschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلَةِ الْأُولَى. Das zeigt nicht eure Schönheit und eure Schmuck, wie das in vorislamischer Zeit ist. Deshalb, wie sollten wir dieses Problem begegnen, dass viele Frauen sich nicht bedecken? Das ist ihre Sache erstmal, dass sie sich nicht bedecken. Aber wie behandeln wir dieses Thema? Erstmal, man sollte erklären, was das Urteil im Islam ist, Nummer 1.
Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahabe sagt, es gibt Konsens bei Muslimen, dass die Frau sich bedeckt. Zweitens, man erzählt über die Geschichten von den Frauen des Islam und im Islam, wie sie waren. Aisha radhiyallahu anha war eine große Gelehrte. Die Frauen vom Propheten, die anderen Frauen, was sie geleistet haben in dieser Gesellschaft. Man sollte den Leuten erklären, wie schlimm ist, dass die Frau sich nicht bedeckt. Und natürlich die Moscheen sollen dafür werben und die Imame sollen erklären, dass die muslimische Frau ein Gebot im Islam hat. Wenn sie sich daran hält, dann bekommt sie eine Stufe, bessere Stufe im Paradies. Und dass die Frauen stolz sind, wenn sie sich bedecken und nicht deprimiert werden. Oder sie denken, ja, wenn wir das machen, dann ist das schlimm. Nein, das ist deine Religion und du sollst stolz sein und du sollst froh sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gabe gegeben hat, indem Allah subhanahu wa ta'ala dich zum Muslima gemacht hat. Und wenn du das tust und praktizierst, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann wird Allah mit dir zufrieden sein. Allah prüft uns doch. Und wenn eine Frau sich nicht bedeckt, das ist eine Prüfung für sie. Deshalb die Männer, an die Männer. Du sollst nicht diese Druck und Drängeln machen, sondern lass die Frau erstmal sich überlegen, was will ich von diesem Leben? Wohin mit mir? Was ist am Ende? Sehen wir nicht, was passiert? Was ist dieses Leben? Das Leben ist nicht lang und das ist nicht ewig, aber Paradiesleben ist ewig. Das Diesseitige geht weg und das Jenseitige bleibt. Und was Allah für die Gläubigen vorbereitet hat, ist mehr. Und sei sicher, als Frau, wenn du dich bedeckst, dann wirst du bessere Stufe bekommen. Und das ist für dich eine Anstrengung in solchen Ländern. Und das ist Da'wah. Du machst damit einen großen Aufruf zum Islam, in dem die Leute dich sehen. Und wenn du dich islamisch verhältst, und das islamische Benehmen hast, Wallah, dadurch zeigst du, wie wichtig du bist für uns. Und sowieso, für uns die Frau ist sehr wichtig. Warum? Weil die Frau die Hälfte der Gesellschaft ist und die andere Hälfte wird von der Frau erzogen. Und deshalb, barakallahu fikum, sollt ihr verstehen, dieser Angriff gegen die muslimische Frau, gegen ihren Hijab und so weiter, ist es nur dazu, dass man die Muslime entblößt von dieser Erziehung, dass sie nach Islam erzogen werden. Wenn deine Tochter deine Frau sieht, dass sie sich bedeckt, dann automatisch wird sie versuchen, auch das zu machen. Aber wenn sie das nicht sieht, dann wird sie das nicht tun. Und wenn dein Kind sieht, dass du betest und dass du gut bist, dann wird dein Kind sozusagen auch dich als Vorbild nehmen. Und wenn in einer Familie Harmonie, sage ich jetzt, stattfindet zwischen Mann und Frau, dann sieht man anders. Ich meine, schaut mal, wie katastrophal ist die Erziehung in manchen Ländern. Warum? Weil die haben so, wie als ob der Pascha ist der Mann und die Frau ist Dienerin. Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und mit Befehlen und mit Unterdrückung geht nicht. Sondern mit Erklärung, mit Beweisen, mit Belegen, mit Diskussion. Und man gibt den anderen ein bisschen Zeit. Und wir müssen unterscheiden zwischen, jetzt eine Frau ist Muslim seit 20 Jahren und eine Frau ist Muslim seit 2 Monaten. Du kannst das nicht vergleichen. Eine Frau ist von zu Hause her Muslima und die Mutter bedeckt sich und der Vater betet und sie haben Religion und eine Familie, die sind neu zum Islam gekommen. Und das sind barakallahu fikum Themen, die wir auch in Betracht ziehen in diesem Zusammenhang. Aber mit Sicherheit sagen wir, ob die Politiker damit sich zufrieden geben oder nicht, ob sie von uns erzählen, wir wären Salafisten, Terroristen, ich weiß nicht was, Verrücktesten. Alles ist denn, am Ende ist denn. Ja, wir werden neue Namen auch bekommen später. Auf jeden Fall ist uns egal. Wallah, wir sind Muslim. Und Islam bedeutet die Hingabe zu Allah.
die Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns unterworfen haben und dass wir diese Hingabe haben. Und wenn Allah etwas im Koran gesagt hat, dann versuchen wir zu praktizieren. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, keiner von uns ist vollkommen. Und wenn Allah etwas verboten hat, dann halten wir uns daran und dann praktizieren wir das nicht. Weil wir einen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala haben, wir wollen ins Paradies. Und wir wollen den Islam, weil dies die beste und die größte und die allerwichtigste Gabe ist. Und so sollen wir sein. Und am Ende, barakallahu fikum, was wird passieren? Am Ende werden wir sterben und wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Die Rechtschaffenen werden ins Paradies kommen und die Tyrannen und die Ungerechten werden in die Hölle gehen. Deshalb, warum haben wir Angst? Und am Ende wissen wir genau, die Gerechtigkeit wird die Ungerechtigkeit besiegen und vernichten, inshallah. Nicht alle Politiker und nicht alle Pressevertreter sind Lügner, aber die meisten Lügner sind leider Politiker und Pressevertreter. Die sollen von uns erzählen, was sie wollen. Und die sollen über uns erzählen, was sie wollen. Das kratzt uns nicht. Was uns Sorgen macht, ist, praktizieren wir das, was Allah uns gesagt hat? Oder verletzen wir unsere Verpflichtungen, indem wir das nicht praktizieren? Das ist am wichtigsten in unserem Leben. Und auch in unserem Leben sind wir Leute, die Frieden stiften und Gutes stiften, oder Leute, die Unheil stiften oder schlecht stiften. Und wir Muslime, Alhamdulillah, wir waren immer für Frieden und wir waren immer für Menschlichkeit und für Barmherzigkeit. Wir waren niemals für Ungerechtigkeit. Aber die anderen, weil sie ungerecht sind, die wollen uns als Ungerechten zeigen, damit sie sich lossprechen von ihrer Ungerechtigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb Empfehlung für die Männer und für Frauen. Wir haben Charaktereigenschaften im Islam, wir haben Benehmen im Islam. Und wir sollen auf diesem Weg bleiben. Und man sollte sich jeden Tag überlegen, was wird am Ende passieren. Sind wir davon überzeugt, dass Allah unser Gott ist, unser Herr? Sind wir davon überzeugt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte Gesandte Gottes ist? Sind wir davon überzeugt, dass der Koran das Wort Allahs ist? Sind wir davon überzeugt, dass die Sunna unser Weg ist? Sind wir davon überzeugt, dass wir sterben? Und danach, wir werden am letzten Tag vor Allah stehen und dann gibt es Paradies und Hölle. Sind wir davon überzeugt? Wenn ja, dann sollen wir danach handeln. Wenn nicht, dann sollen wir erstmal unsere Überzeugung, unseren Glauben stärken und wir sollen über grundlegende Themen in Religion reden, damit wir diese Überzeugung bekommen. Und wenn wir das haben, dann koste, was es wolle. Wir sind Muslime. Und diesen Stern tun wir auf dem Boden nur für Allah, nicht für andere. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallah, Muhammadik, ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ja. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die ein Muslim sich als allererstes aneignen sollte? Gibt es Eigenschaften, die der Muslim sich als allererstes aneignet? Das Wissen über Islam und das richtige Verhalten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Spezielle Eigenschaften. Was ja. Ist ja klar, Bescheidenheit, kein Arroganz, dass man Allah fürchtet und dass man diese tiefe Überzeugung im Herzen hat. Das ist allererster. Und deshalb sucht man nach Wissen, damit dies vertieft wird und vertieft wird. Die erste Pflicht ist für dich, das ist das Kennen, das Kenntnis über Allah, über Propheten und über Islam. Das ist das Wissen. Aber als Eigenschaft, damit du Wissen bekommst, da brauchst du Ikhlas und da brauchst du Ehrfurcht. Taqwa. Wallahu ta'ala ala. Wenn eine Schwester ohne Kopftuch in die Moschee kommt und sie ist vor kurzer Zeit Muslima geworden, wird sie bestraft? Wenn eine Muslima in die Moschee kommt ohne Kopftuch und sie ist seit kurzem Muslima, ja, wird sie dafür bestraft? Nein.
Sie wird dafür nicht bestraft und sie ist willkommen in der Moschee, auch wenn sie sich nicht bedeckt. Und wir bitten Allah für sie, dass sie stärkeren Iman bekommt, stärkere Überzeugung bekommt und dass sie sich bedeckt. Und wenn sie den Islam liebt und wenn sie Allah liebt, dann wird sie sich eines Tages, insha'Allah, bedecken, weil sie jetzt neu ist und sie braucht natürlich ihre Zeit, damit sie sich bedeckt. Deshalb, wir sehen auch diese Schwester nicht als schlechte Schwester, sondern sie ist unsere Schwester im Islam und wir wollen sie schützen und wir wollen, dass sie besser wird, damit sie ins Paradies kommt und nicht, dass wir sie, verscheuen, damit sie überhaupt nicht mehr in die Moschee kommt. Nein, sie soll in die Moschee kommen und sie soll was hören und zuhören und vielleicht bekommt sie ein Wort oder hört sie etwas und dann ändert sie ihre Meinung, indem sie sich dafür entscheidet, dass sie sich bedeckt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Zur Zeit des Propheten waren ja die muslimischen Frauen noch nicht bedeckt. Bis dann für gab es da auch der Regelung, wie sie zu beten hatten, also wegen der Aura und so? Sie haben normal gebetet. Zur Zeit vom Propheten, sagt er, gab es kein, am Anfang, 5 Jahre nach der Auswanderung, war Hijab noch nicht Pflicht. Und dann später war Hijab Pflicht. Wie ist das? Wie haben sie gebetet? Ganz normal. Weil damals Hijab nicht Pflicht war. Und danach gab es die Verpflichtung von Hijab. Bitte. Ich wollte fragen, wegen Bedeckung. Wenn zum Beispiel ich sage, ich meine, Frau soll sich bedecken und so, aber ich, dann muss sie das von alleine wollen. Ne? Ich muss sie nicht zwingen oder sowas. Sie muss einfach von alleine wollen. Sollte der Mann seine Frau zwingen, Hijab zu tragen? Nein. Er sollte sie nicht zwingen, aber er sollte mit ihr darüber sprechen, weil, wenn er sie heiratet und sie ist nicht bedeckt und später sagt, so hast du mich geheiratet, dann kann er niemals ihr Vorwürfe machen später. Aber von Anfang an das klären. Schau mal, Schwester, wir sind Muslime, Allah hat uns befohlen. Ich wollte euch da die Geschichte erzählen, was ich vergessen habe, subhanallah. Ich wollte auch im Vortrag das erzählen. Ein Mann wollte seine Frau von Hijab überzeugen und sie wollte sich nicht bedecken. Eines Tages, der hat ihr gesagt, schau mal, wir sind eingeladen worden zu einer Familie, bereite dich vor und wir gehen. Dass sie sagt, okay, dann kam der Abend, sie hat sich vorbereitet, sie hat sich schick angezogen und so weiter. Der Mann hat seine Jacke genommen, ja, seine Schuhe, und ohne Hose. Ohne Hose. Pass auf, ja. Ohne Hose. Und er sagte, Allah, wir gehen. Da hat sie gesagt, was ist los mit dir? Bist du verrückt? Du wirst ohne Hose zu den Leuten gehen? Er sagt, warum nicht? Da hat sie gesagt, du sollst dich schämen, du sollst dich bedecken. Er sagt, und du? Dann hat sie auf die Stelle sich bedeckt und die hat verstanden. Ja? Und solche Themen kannst du dadurch mehr erreichen als du musst dich bedecken, du bist Feind Allahs, Kafirun Munafiqun. Möge Allah es bewahren. Es gibt Leute, die keinen Kopf haben, subhanallah. Du musst die Lage verstehen. Schau mal, die Presse dagegen, Politik dagegen, Umgebung dagegen, Familie dagegen, Freunde dagegen, Arbeit dagegen, überall dagegen. Ich meine, wallah, die Frau hier, die hat mehr zu leisten als der Mann und die hat mehr zu ertragen als der Mann. Schaut mal die Männer, wie sie sich anzogen, ja? Der Bruder Superman zum Beispiel und der, das ist die Sache, ja? Ja. Super Muslim, entschuldigt. Ja, bitte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanak Allah, hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.